Herzlich willkommen hier zurück bei Aaron Talked Bioshock Infinite. So, wie versprochen von der letzten Folge, wir machen gleich weiter. Wir holen aber natürlich klar! Das steht da hinten hin. Ich hab Munition! Hier, bitte! Vielen Dank. Ey, die ist so geil. Noch einer? Schon dabei! Okay. Sonst nichts mehr. Okay. Alle einmal schnell durchplündern hier, was geht. Ist ja klar. Was ist, wenn ich die schocke? Nee, passiert nichts. Okay. Oh, so. Wenn er Qualität. Ja, kein Problem. Ja. Okay, hier. Na also. So, zack und wieder Blitz. So, okay. Na dann? Schon dabei. Okay. Strom? Ah, für die Tür hier. Okay. Wunderschön. So. Wir gucken mal schnell, was hier hinten gibt's. Auf jeden Fall Kisten, die geöffnet werden wollen. Das ist Fakt. Das ist sehr schön. Oh, Dietriche. Gesundheit ist voll und ein neues Ausrüstungsstück Stiefel. Die Stiefel. Beim Wiederbeleben wird der komplette Gesundheit wiederhergestellt. Okay. Beim Laden von einer Skyline werfen Feinde in der Nähe zurückgestoßen. Ja, nö, nur. Nimm mal mit. Will ich nicht ausrüsten. Das Wiederbeleben. Obwohl ich ungern versuche zu sterben hier. Also jetzt. Brauche ich denn jetzt das Schützengewehr oder wie? Okay. Ich muss da runter. Da entlang. Okay, wir müssen. Ach, wir müssen jetzt mit der Bahn wieder zurück, bestimmt, ja? Ach so, da oben entlang sollen wir. Ich leg dich um! Ja, und ich hab mir jetzt so einen Roboter geholt. Cool. Das der Kleine macht das schon, der große Roboter. Prima.
Okay. Cool. Okay. Das heißt, hier waren wir. Gut, 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 gut. Jetzt muss ich ganz kurz gucken. Da entlang, dann kommen wir da runter. Okay. Da lang sollen wir. Okay. Tötet ihn! Sind jetzt Polizisten? Ich hab hier Salze! Okay. Mr. DeWitt. Ich heiße Booker. Ich werde es mir gern zu Herzen nehmen. Booker. Wenn wir irgendwann mal nicht beschossen werden. Falls es Sie interessiert, da drüben ist Ausrüstung. Da drüben? Okay. Kommen Sie wieder, wenn Sie über Barschaft verfügen, mein Freund. Na, auf jeden Fall das nehmen wir mit. Aber wo ist die Ausrüstung? Mann, hat ja gerade geleckt. Achso, sie meint bestimmt hier. Haben wir voll. Voll. So, die Karabiner habe ich nochmal voll gemacht. Sicher, sicher. Hier, gut aufheben. Danke dir. Ja, 1600. Ey, die ist gut. Okay, hier brauchen wir sonst nichts mehr. Ich will noch gucken, nicht, dass ich irgendwas übersehen habe. Ja, nee, das haben wir voll. Hier drinnen? Ich glaube, hier drinnen jetzt auch nichts mehr, oder? Genau, hast du noch hier irgendwas? Ah, da. Okay, das kaufen wir mal. Panzer erhöht die... Okay, Schaden und Magazin. Komm, erstmal den Schaden und dann das Magazin später mal. Achso, nee, müssen wir gar nicht rein. Okay, Entschuldigung. Entschuldigung. Einen Moment. Wir können ja noch unsere Automaten nochmal schnell bestechen. In der Hoffnung, dass wir ein bisschen Kohle rausbekommen. So ein wenig. Ich weiß, ich müsste das eigentlich gar nicht machen, weil... Ach, naja, ich mach's jetzt aber. So. Ja, es war nicht viel, aber naja, was soll's. So, Blitz wieder. Und halt. Das Pferd. So. Das ist okay. Was sonst ist Anarchie als ein Messer im Rücken unseres Propheten?
Gnade ist Sache des Herrn! Auf Getriebe! Brauchen wir Geld? Immer. Hier. Prima. So, wir sollen da lang. Ich guck noch mal schnell hier. Die Toiletten fix durch. Da, ein Lockpick. Oh, sehr gut. Na, eigentlich, dass ich doch noch mal hier alles durchgehe, ganz kurz. Ich sehe ihn! Okay, ja, euch habe ich, ja, ich ziehe auch für dich. Euch habe ich aber null gesehen. Naja, gut zu wissen. Ich sehe ihn, aber ich habe ihn null gesehen. Okay, hier haben wir sonst. Oh, schon wieder eine Ausrüstung. Okay. Für die Brust. Vergleichen. Was haben wir drin? Gegner sind leichter per Nahkampf zu exekutieren. Okay. 60% Chance auf kritischen Nahkampftreffer gegen taumelnden Gegner. Opfer nehmen bei Treffer 25% mehr Schaden. Ja. Nehmen wir. Ausrüstung annehmen. Einfach mal schauen. Ach komm. Verschlossen. Mal schauen. Fertig. Okay. So, dann haben wir wenigstens auch noch den Tresor offen. Das ist auch super. Ne, sonst ist hier nichts mehr. Nachladen muss ich auch nicht. Gut, okay. Ich habe jetzt mit E gedrückt. Okay. Ich verstehe nicht so ganz, wie du das alles machst. Diese Risse. Ich habe sie mir immer als Türen gedacht. Als junges Mädchen habe ich nicht nur die geöffnet, die ich fand. Ich habe selbst welche gemacht. Gemacht? Ich konnte gehen, wohin ich wollte. Aber ich wollte immer wieder zurück. Wohin? Ich weiß nicht. Zu meiner Familie? Wie machst du das? Wie geht das? Wie gesagt, ich hatte sehr viel Zeit zum Lesen. Naja, und ich wollte sehen, ob's geht. Ich habe Bücher über Physik gelesen und so. Ja? Und was hast du dabei gelernt? Es ist ein Riesenunterschied zwischen dem, was wir sehen und dem, was ist. Ja, okay. Ich habe Geld gefunden. Bedarf? Immer. Vielen Dank. Okay. Öffne ihn. Hier. Okay. Komm weg, Flashmann. Und jetzt? Achso. Da. Die Gondel kommt. Er wird dich im Stich lassen, meine liebe Elizabeth. Sobald er hat, was er will, ist er weg. Was kann man von einem Lügner und Frauenmörder anders erwarten? Komm, Doc. Vater, Prophet, was immer Sie sind. Ich gehe und Sie können nichts tun, um mich aufzuhalten. Oh, mein liebes Kind, da täuschst du dich. Aha, Deckung kann ich da oben rufen. Schlachte ihn ab! Komm zurück!
Soldaten! Achtung! Das reicht jetzt nicht gültig! Du bist ein Junge! Mist, das wollte ich doch nicht, scheiße! So, wo ist er denn jetzt? Okay. Entschuldigung. Jetzt! Schon dabei! Okay. Tot. Gnade ist Sache des Herrn! Noch ein Kopfschuss verpasst hier. Mann. Okay. Ich verfehle nie mein Ziel, denn ich sehe durch die Augen des Propheten. Gnade ist Sache des Herrn. Rakete, Booker! Los! In Ordnung! Soll nicht so ins Mikrofon. Hier, Munition! Booker, hier! Danke. Na wo? Okay, er ist tot. Puh. Medizin ist voll. Okay. Auch alles okay.
So. Und Munition haben wir aufgehoben. Okay. Puh, da haben wir es doch geschafft. Können wir hier rein? Nein. Okay. Kriegst du das auf? Das ist alles? Keine große Herausforderung. Bitte schön. Danke dir, Blechmann. Ah, den Löffel hier, kann man wieder. Für die Kasse. Bitte sehr. Für die Kasse. Danke. Die hat Sprüche manchmal drauf. Das ist echt cool. Okay. Als Sie da am Strand ohnmächtig waren, da haben Sie immer einen Frauennamen gesagt. Anna. Darüber will ich nicht reden. Tut mir leid. Es geht mich auch nichts an. Woher stammen Sie, Mr. DeWitt? Aus New York. Was haben Sie dort gemacht? So was Ähnliches wie hier. Nichts, was man unbedingt in seinen Lebenslauf schreibt. Ich bin froh, dass Sie hierher gekommen sind. Was meinst du, wieso ich hier bin? Ich habe gespielt. Jetzt habe ich Schulden bei den falschen Leuten. Ich bin hier, um sie loszuwerden. Was denkst du, wieso ich dich hier raushole? Aus Wohltätigkeit? Wer schickt sie? Leute, die meine Schulden übernehmen. Im Austausch gegen dich. Mhm. Als Klartext, ich soll sie rausholen für jemand anders, damit er sie besitzen kann. Keine Ahnung. Und meine Schulden werden erlassen. Ja, super. Klartext, ich bin ein Entführer, der sie aus den Händen ihres Papas entführt, so ungefähr. Kann man sagen. Ganz schön schräg. Entschuldigung, hab ihn gegrillt. So, was haben wir denn hier? Der Schrotflinte unterm Tisch, okay. Mehr Geld! Okay, hier! Gut so. Für den Karabiner könnten wir vielleicht immer Munition einkaufen. Aber sonst... Ja, für Raketenwerfer jetzt nicht so unbedingt. Das ist okay. Ja, nö. Aber das ist das Luftschiff, was wir ja eh wollten. Das gibt's hier. Dasselbe. Und da drüben wahrscheinlich wieder Upgrades. Okay. Nee, wir gehen hier nach oben. Nehmen das letzte Zeug mit. Ja, lassen das mal so. Ist schon so okay. Okay. Dann mal raus. So. Man nennt sie also den falschen Hirten. Und dich das Lamm. Lassen Sie uns das nicht tun. Von mir aus. Was denken Sie, woher die wussten, dass sie kommen? Entweder die haben einen Propheten in ihren Reihen. Aha. Oder die Plakate sind von meinen Auftraggebern. Wieso? Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall ein fieser Roboter da vorne. Oh. Ja. Okay, nehmen wir da erstmal Panzer. Genau das, was wir jetzt brauchen. Okay. Bisschen Geld. Sonst Konsole benutzen. Ach so, das war's schon.
Wir sind schon wieder an Dorsch. Ist ja unfassbar. Warte mal, wir gucken mal, ob wir hinten was sehen könnten. Nein, gar nichts mehr. Na gut, dann, ja, fahr. Ah, ich kann hier leider nicht oben drauf. Schade. Sonst würde ich euch hier mit so einem schönen, herrlichen Ausblick verabschieden. Oder hier draußen? Ja, hier draußen ist das kein schöner Ausblick. Ja. Also, ich verabschiede mich hier von euch, ja. Diesmal eine kurze Folge von letzter Woche, von einer langen Folge. Aber es bietet sich gerade an. Ja. Also, okay. Das heißt, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Ups, jetzt rauscht gegen das Mikrofon. Meine Güte. Also, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch wirklich alles Gute und bis dahin. Ciao, ciao euch.